Das Wetter täuscht zwar ein bisschen darüber hinweg, aber es ist noch Sommer. In 7 Bundesländern sind noch ein paar Tage Sommerferien und auch das Reichstagsgebäude hier in Berlin, Sitz des Parlaments, ist noch verwaist. Im Bundestag ist von Anfang Juni bis Mitte September Sommerpause. 2,5 Monate. Da fragt man sich schon, was machen die Damen und Herren Abgeordneten eigentlich in dieser Zeit? Wir schauen den Volksvertretern ja hin und wieder genauer auf die Finger. Und zwar nicht irgendwelchen, sondern nur denen mit dem schönen Namen Müller. 8 Müllers sitzen im Bundestag und einen hat Lars Seefeld gestern einen Tag lang in seinem Wahlkreis begleitet. Müller, Bundestag. Müller? Müller? Müller. Geschichten aus dem Parlament. Heute Carsten Müller, CDU. Ein Sommer ohne Ferien. Morgens um 8 in Braunschweig. Carsten Müller hat Großes vor. Einen Vormittag lang anpacken auf dem neuen Sportplatz. Ein Betriebspraktikum, vermittelt von einem Wirtschaftsverband. Die Firma hat Müller sich ausgesucht, die Aufgabe nicht. Statt Akten wälzen, Steine schleppen. Ich schaue mir mal an, wie Garten- und Landschaftsbauer arbeiten. Und um einfach ein besseres Gefühl für diese Tätigkeit zu bekommen und zu wissen, wie schwer im Grunde genommen tatsächlich das Geld zum Teil verdient wird. Schwerer als Sie es verdienen? Körperlich gesehen ja. Das weiß keiner besser als er, der Vorarbeiter. Die Rente mit 67, für ihn deshalb ein Riesenpfusch. Müller hatte die mitbeschlossen. Die knechten hier über Jahre runter und gehen dann mit 69 an eine Gehhilfe, so ungefähr. Das ist ein Job, da geht voll auf die Gelenke. Also da bin ich bei Ihnen, dass man in den Berufen, in denen man... Man kriegt, wenn man jahrelang nur draußen arbeitet, man kriegt die Witterung an den Gelenken spüren. Ja. Ich weiß genau, wenn das Wetter umschlägt. Ich weiß, wann Frost kommt. Zwischendurch kurz auf die eigene Baustelle. Müller und seine Freundin richten sich ein Häuschen her. Er das halbe Jahr über in Berlin, da ist die Sitzungspause doppelt kostbar. Es geht nur mit der Unterstützung von zu Hause, von der Familie. Da gibt es natürlich auch nach wie vor immer Diskussionen, weil eben doch vieles anliegt und man zu Hause eben doch auch mal in Sitzungswochen gebraucht wird und das ist schwierig. Sie sind nicht der Fachpolitiker, haben Sie beim letzten Mal schon gesagt. Aber ich denke, Pflichttermine am Nachmittag. Das Braunschweiger Krankenhaus hat Geldsorgen. Gesundheitspolitik, nicht Müllers Thema. Aber nicht hingehen käme ganz schlecht an. Und der Braunschweiger Zweckverband plant eine neue Regionalstadtbahn. Das findet Müller wirklich wichtig. Und irgendwo draußen ist der Sommer. Hallo, grüß dich. Schon wieder in Braunschweig. Und noch ein Sommerphänomen, der CDU-General auf Deutschland-Tour. Da bleibt auch Müllers Wahlkreis nicht verschont. Immerhin gibt's wichtige Fotos. Bald sieht man sich wieder fast täglich in Berlin. Bis dahin sind es noch 3 Wochen. Klar, man freut sich auch wieder, wenn es in Berlin weitergeht. Es gibt ja noch ein paar Dinge zu erledigen und man freut sich natürlich auch, wenn man im Wahlkreis unterwegs sein kann. Jetzt bin ich allein auf dem Gang. Wir haben noch einen Müller für Sie, dieses Mal mit Doppelnamen. Daniel Müller-Schott ist ein...